Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur Sandbox von Transport Fever. Wir befinden uns in Folge 31, wir sind hier, wie man unschwer erkennen kann, in Billigheim und ich möchte jetzt zurück in unser Areal, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. So, als erstes möchte ich mal ein bisschen für Textur sorgen. Was ja auch nicht weiter wild ist, denn die gibt's ja hier irgendwo. Waren sie, wenn ich sie denn gleich... Ach ja, richtig. Nein. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir werden hier eine schöne Power Supply Station hinzaubern. Ein richtig wunderbarer Mod, den ich im Steam Workshop entdeckt habe. Es ist einfach ganz großes Kino. Gottes Willen. Eigentlich sollte der an die Gleise snappen, nur das, was ich da gerade sehe. Ach so. Warte mal. So. Das ist irgendwie nicht ganz das Richtige. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, hier irgendwo. Das sah auf der Karte aber ein bisschen anders aus. Deswegen bin ich jetzt sehr überrascht, dass wir hier gerade so an ganz wüsten Snappings irgendwie haben. Ich hau den da jetzt einfach mal rein. Ah, okay. Das sieht nur so verrückt aus. Alles klar, dann wird da erstmal ein Schuh draus. Und das Snapping passt tatsächlich prima. Okay, hier müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen arbeiten. Damit wir hier den... So. So, dann haben wir hier nämlich halt eben ganz schick die entsprechende Stromversorgung für unsere Linie sichergestellt. Die sind jetzt natürlich andere Masten als die, die wir im Einsatz haben. Das ist natürlich so ein bisschen schade, aber ich finde das jetzt erstmal nicht so schlimm. Dieses Häuschen müsste eigentlich auch irgendwie noch einen Straßenanschluss bekommen. Aber da denke ich mir noch was aus. Vielleicht lege ich hier nochmal einen Plattenweg oder so darüber, dass man hier dann hinkommt. Aber ich wollte mir diesen Mod unbedingt mal in Aktion angucken, weil der ist wirklich richtig schön geworden. Hier mit den ganzen Travos und Umspannen und... Ah, super. Ganz, ganz tolles Ding. Finde ich richtig, richtig klasse. Super. Sehr schön. Gut, dann nochmal wieder jetzt aber zum eigentlichen Thema. Wir wollen hier weitermachen. So, dann gucken wir doch mal, dass wir hier die Assets... Ich müsste mal langsam aber sicher auswendig lernen, wo die... Nein. Hier ist es auch nicht... wo die Pinseleien mit drin sind. Ach warte, hat man die da wirklich unter... Hä? Hallo? Moment. Bin ich denn deppert? Keine ehrlichen Antworten, bitte. So, lass mal gucken. Das gibt's doch nicht. Wo sind denn meine Pinseltexturen hingekommen? Oder sind die, warte. Die sind wahrscheinlich hier, ne? Ja. Schiff 1 hat seine Lebensdauer erreicht. Okay. Ah ja, hier. Wollte schon sagen.
Aha, das ist... Ah ja, okay, das ist die Transportschiff. Die Passagierschifflinie. Da ist, glaube ich, momentan das Beste die Klondike, nehme ich mal an. Nein, ist sie nicht. Das sind alles Frachter. Ja. Dann nimm die Schaffhausen. Sofort ersetzen. Auf geht's. So, und dann wollen wir hier mal so ein bisschen... Dann nehmen wir auch extra die etwas dunklere Textur. Damit sich dieses Schotterbett hier halt eben... dann schön hervorhebt. Ich will aber nochmal... beikommen und... Oh ja, vielleicht hier nochmal so eine... Ja, groß aufbrechen tut es es aber nicht, ne? Ah, guck mal hier, das ist schon besser, ja. Wunderbar. So, dass das hier nochmal so ein bisschen... unregelmäßiger dann auch wird. Hier machen wir mal recht deckend. Okay. Und in Ordnung. Was haben wir da? Auch nochmal eine Buslinie. Das wird natürlich dann, wenn wir in dem eigentlichen Schönbauprojekt dann auch wirklich drinne sind, wird das natürlich dann auch ein bisschen anders werden, weil dann habe ich nicht diese ganzen Linien, die mir da dauernd dazwischen funken. Zwischen den Gleisen schottern wir nur ein bisschen Kies rein. Da werden auch großzügig ruhig noch ein bisschen Gras durchwachsen lassen. So, und dann kann man hier noch ein paar Baumassets, Baumwerkzeug, 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 Büsche. Oh, ruhig noch ein paar mehr. Genau, hier machen wir mal so eine ganze Reihe. So, und da mal... ein paar Bäume mit rein. So, das sieht doch nicht so schlecht aus. Okay, hier stehen ein paar einzelne Bäume rum. Das ist auch super. Jetzt will ich dann noch... Nein, hier geht's weiter. Naja, Autos können wir da auch noch bei Zeiten hinstellen. Das ist die Höhlbrandbrücke. So, hier sind meine Texturen. Da lockern wir das Ganze nochmal hier und da so ein bisschen auf. So. Okay, das sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Dann gehen wir nochmal wieder hier rüber.
Aha, was haben wir da? Nochmal mehr russisches Material. Ich habe das alles schon mal mit reingeschmissen, einfach damit man es schon mal gesehen hat. Damit werden wir uns natürlich dann in der nächsten Season ganz exzessiv mit beschäftigen. So, okay, das sind 10x10 Meter. Oh, warte mal, die sind vielleicht auch ganz cool. Da gucke ich doch gleich nochmal. Aber ich will jetzt hier erstmal noch ein paar Gleisfeldleuchten hinstellen. So. Ja. Hier. Dahin. Hier machen wir dann eine einfache. Kann ich die nicht drehen? Doch, kann ich, aber das dauert 10.000 Jahre. Gut zu wissen. Okay. So. Und dann machen wir hier lieber nochmal Doppelte, weil irgendwie, finde ich, sieht das bei denen besser aus. So. Okay. Okay, dann hatte ich noch diese anderen schönen neuen Assets gesehen, halt eben mit diesen, ihr habt es auch eben noch, ihr habt es schon ein paar Mal vorbeirauschen sehen, hier diese Assets, diese, Geschichten. Okay, das kann ich nicht wirklich mit ausbauen, aber ich finde, die sehen da eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das passt eigentlich. Dann... Nom, 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 nom. Okay, das ist mir dann doch zu groß. Sowas eigentlich, das hätte ich schön gefunden, genau. Okay. Ja, gut. Wisst ihr was? Wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Da kann man sich bei Zeiten mal drum kümmern, wenn es dann interessant wird. Ausrichtung der, Ausrichtung der... Dann, entsprechenden Schönbau-Upgrades, wenn wir dann halt eben bei den Städten ankommen. Wenn wir überhaupt so weit... Wenn wir dann überhaupt so weit kommen, ne? Also, es kann ja durchaus sein, dass wir, da halt eben nicht so wirklich richtig dann in irgendeiner Art und Weise zu kommen werden, aber... Versuch macht klug. Nein. Okay, das mit dem Autosnapping sieht bei beiden scheiße aus. So, besser. Wunderbar, 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 wunderbar. So. Wir müssen jetzt unter Umständen noch ein paar Depots da reinklatschen und das könnte problematisch werden. Wir gucken aber mal. So schlecht sieht das hier schon mal gar nicht aus. Ich möchte jetzt eigentlich beikommen und noch so ein bisschen Zeug dahin tun. Eigentlich eher so in erster Linie
halt eben die... so klein Gedöns, dass man das da irgendwie nochmal so ein bisschen hat. Aber das war, glaube ich, auch dann wieder hier. Lass mich mal gucken. Also Kabeltrommeln zum Beispiel. Genau, wir können hier mal ein paar Kabeltrommeln hinstellen. So, ein paar durcheinander. Ist das ein BÜ-Häuschen? Das sieht auch nicht so schlecht aus, ne? Hier, diese Dinger... können wir auch mal hier hinten noch eins hinzimmern. So. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das sind auch noch weitere BÜ-Häuschen. Gleisbaustapel. Achso, ne, im Gelände bitte. Holzschwellen, Betonschwellen. Nein, erstmal ein paar Schienenstapel hier hinlegen. Dazu nochmal zweimal Betonschwellen. So, und dann können wir jetzt nämlich beikommen. Und zwar das... die LKW-Assets. Ah, die sind noch nicht... die sind noch nicht verfügbar. Ja, das ist natürlich das Problem. Na gut, dann machen wir hier erstmal weiter. So, was haben wir denn da? Käfer, das finde ich super. Und rollt und rollt und rollt, nicht wahr? Corolla. Zack. Ah, okay. So, was haben wir denn noch so schön? Opel Admiral ist natürlich ganz großes Kino. Geile Farbe. Genau. Den Kübelwagen, den stellen wir hier hin. Der gehört dem Fahrdienstleiter vom Bautrupp. Und auch warum nicht noch einen Opel Manta hier mit hinstellen. Schade, dass die LKWs noch nicht da sind. So, obwohl, warte mal, wir hatten doch eben... er hatte doch gesagt, dass es da jetzt was Ploppable geben würde, ne? Mach nochmal die volle Bandbreite. Sieht nicht so aus. Schade. Hm, okay. Komisch. Da müssen wir vielleicht mal gucken, wo wir die dann an anderer Position finden. Na gut. Machen wir erstmal weg. So. Dann tut sich hier zumindest ein bisschen was. Das finde ich auch ganz gut. Das sieht ja auch so ein bisschen alt und verranzt aus. Finde ich super. Wir könnten schon mal beikommen oder wir werden beikommen. Dieses Gleis hier zum Beispiel nochmal ein wenig modifizieren, indem wir hier nochmal eine Spitzkehre reinklöppeln und zusätzlich, ein Prellbock-Depot. Wie sieht denn das aus? So, da muss jetzt noch ein bisschen... hopp. Bisschen Gleis dazwischen und dann kommt hier jetzt das zweite Prellbock-Depot nochmal dran. So. Das finde ich sieht gar nicht so schlecht aus. Es ist ein bisschen was anderes als dieses Riesenteil. So. Und im Grunde genommen werde ich jetzt beikommen. Und dann werden wir genau das
jetzt bei allen nachvollziehen. Wir werden dort Spitzkehren einbauen. Das war dämlich. So, ja. Mach dir nicht ins Hemd. Aufrüsten auch mit Hochgeschwindigkeitsgleis. Jawohl, die soll hier nicht auffallen. Kann ich dich aufrüsten? Nur mit Oberleitung. Okay. Gut, aber das reicht mir ja dann auch schon. So, dann wollen wir doch hier mal... Da die alle so unterschiedlich schön jetzt lang, unterschiedlich lang abgeschnitten wurden, können wir die Spitzkehren natürlich... dann halt eben auch in unterschiedlichen, an unterschiedlichen Punkten dort einbauen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. So. Und dann müssen wir halt eben mal gucken, wie wir da jeweils jetzt die entsprechenden Prellbock-Depots ranbekommen. So. Okay, ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Den möchte ich schon noch ein bisschen weiter nach hinten haben. Okay, anderes Ding. So. Dann gibt es hier jetzt noch ein bisschen Verlängerung rein. Anflanschen und hier müssen wir auch das Gleis nochmal verlängern. So. Was ich heute noch nicht machen werde, ich werde den Kram noch nicht bevölkern. Das werden wir in der, ich nehme mal an, übernächsten Folge tun. Ich will hier jetzt erstmal beikommen und hier noch ein bisschen mit den Assets spielen, um dann halt eben zum Schluss die Züge drauf zu packen und dann halt eben obendrein, oh, was kommt da denn Hübsches? Das ist auch alles wieder russisches Material. Also ihr seht, ich bin da ganz massiv wildern gegangen, was das russische Zeug angeht. Das hat aber auch einen ganz einfachen Hintergrund. Die sind ungeheuer aktiv auf Steam. Also da gibt es wirklich jede Menge, was die Jungs da basteln. Das finde ich schön. Deswegen gucken wir uns das auch jetzt natürlich schon an. So, der ist immer so ein bisschen komisch anzubringen, aber das macht nichts. Das hier mit dem Feldfernsprecher funktioniert auch prima. Das ist doch super. So, und dann können wir mal Folgendes machen. Da wir hier jetzt relativ gut was haben... Nehmen wir einmal den hier raus. Und schieben jetzt erstmal auf Verdacht das Gleis hier hin. So, mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ich will dann nämlich so eine Art... ja, super gemacht. Ganz großes Kino. Oh Mann. So eine Art Werksbahn. Da wäre es dann eigentlich ganz toll, wenn man die Köf oder so hätte. Oder halt eben aus Train Fever den Akkuschlepper, ne? Also irgendwie was Lüttes. Dass da halt eben nur im Rangierbetrieb so ein bisschen die Sachen hin und her schubst. So, also nochmal. Strömung zu groß, ja, weiß ich. Mag er nicht, okay. Versuchen wir es hier mal ein bisschen weiter draußen. So. Dann kann das die... entsprechende Werksbahn dann auch werden. So, damit das noch so ein bisschen hier abgegrenzt ist,
Nee, ich glaube, die waren hier. Da. Noch nicht. Nee. Oh. Na, die waren vielleicht doch hier dann wieder. Irgendwann werde ich das so ungefähr drauf haben. Also er hier zum Beispiel ist natürlich auch, eignet sich auch super als Fabrikhalle. Schallschutzwände. Okay. Dann nehmen wir lieber die hier mit 20 Metern. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, ne? Hier so ein bisschen so als Zaun. Da hinten fährt die U-Bahn. Na, komm schon. Du kannst snappen, ich weiß das. Ah, da wurde es ein bisschen... Ach, natürlich! Logisch, dass es hier nicht geht. Can you spell Spitzkehre? Aber... Tut doch nicht weh. So, lass mal den Zug sehen. Da können wir zumindest was machen. Wie wär's denn mit dir? Nein, mit dir da. So. So, siehst du wohl, kann man die Spitzkehre auch nochmal austricksen. Das ist doch gar nicht übel. Okay, wunderbar. Haben wir also auch. Wir müssen dann halt eben nur nochmal sehen, wie wir das mit dem... Rest des Geländes machen. Damit habe ich mich jetzt natürlich ein Stück weit an die Wand gespielt, aber ich habe eine Idee. Lass mal gucken. So, wir hatten hier auch... glaube ich, dann so hübsche kleine... Genau. Das ist mir zu klein. Ja, nee, das ist... Okay. Das ist mir zu... Ich dachte, wir hätten da noch was anderes. Das ist schade, dass es nur 10x10 Meter sind, ne? Das ist klar. Damit gewinnst du keinen Fisch. In irgendeiner Art und Weise. So, hier haben wir... Ah ja, das ist schon mal sehr wichtig. Hier müssen wir natürlich... das Ganze so ein bisschen versenken. Und damit können wir dann auch in dem anderen Industriegebiet so ein bisschen rumfuschen. Wenn es denn darum geht. Dann dementsprechend...
hier den Zugang für das Stromhäuschen dann halt eben zu liefern. So, dann machen wir mal Folgendes. Was drücke ich mir hier eigentlich zurecht? Dann kommt hier auch nochmal eine Spitzkehre rein. So. Und dann werden wir aus den Industrieassets die waren denn... Doch, die müssen hier irgendwo gewesen sein. Grain Farm. Okay, das sind alles die entsprechenden... Ja, das sind die Werke. Aha, das ist also Conference Center. Hätte ich jetzt ja nicht unbedingt als solches bezeichnet, aber gut. Nee. Oh, aber warte mal. Den finde ich ja auch, so ein Transformatorhäuschen finde ich ja auch super. Kann ich das snappen? So. Den klöppeln wir da jetzt einfach mit hin. So, das sieht doch gut aus. So, wo ist dieses eine dösige Häuschen hier? Das gibt's doch nicht. Das muss doch irgendwo sein. Und zwar suche ich... Oh. Wenn ich den jetzt da so hinstelle. Nee, um Gottes Willen, das ist ja eine Katastrophe. Warte mal, warte mal, warte mal. Das muss doch irgendwo hier sein. Dieses dösige... Häuschen. Das wäre nochmal ein Lokschuppen. Den haben wir schon. Den will ich da jetzt nicht nochmal hinzimmern. Ah, ja, 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 ja. Das. Okay, nee, das ist ganz schlecht. So, dann. So. Also nochmal. So. Oh, da schippert eine von den neuen Loks an. Ja, sehr cool. So, die lassen wir nochmal verschwinden. Das ist jetzt natürlich... Ah, verdammt. Also, nochmal. Ah, okay, deswegen wahrscheinlich. Autosave, der kommt mir jetzt sehr entgegen.
So. Das wird doch schon mal was. Okay, wunderbar. Sehr gut. Dann heißt es jetzt hier nochmal die Straße reinziehen. In das Gelände, wobei ich hier jetzt mal auf die umwechseln werde. Nee, die machen wir hier hoch und jetzt ist sie in etwa so auf der richtigen Höhe, ne? Kommt mir zumindest so vor. Ja, das ist sie doch. So, wunderbar, dann ziehen wir die einmal ganz bis hier hinten ran. Dann gibt's noch hier was. Machen wir so auch. Also die machen wir dahin. So, und den. Kurven wir hier richtig schön. Genau, das machen wir so. Den kurven wir hier einmal richtig schön ums Eck. Prima. So, wir müssen mal gucken, ob das hier draußen hinhaut. Ich glaube ja fast nicht. Das ist aber auch, das wäre dann auch nicht so schlimm. Weil da würde ich dann die Sache einfach gut sein lassen. So, wunderbar. Zack. So, das heißt dann jetzt hier an dieser Stelle haben wir jetzt erstmal schon mal ganz schick das hier so einigermaßen zurechtgetüdelt. Wir haben hier überall Spitzkehren drin und Depots, sodass wir hier dann halt eben da was draufstellen können. Und wir haben hier den Ansatz dieses Fabrikgeländes. Da müssen wir jetzt halt eben dann als nächstes nochmal gucken, wie wir das am schlausten dann halt eben hintüdeln. Aber da bin ich mir doch ganz sicher, dass wir das dann nochmal hinbekommen. Und ich denke mal, zur Verabschiedung heute nichts Bewegtes, sondern wir genießen einfach mal hier den Blick in dieses Areal hinein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Hügel da, der versaut mir das gerade so ein bisschen, aber wie gesagt, das ist einzig und allein momentan alles zum Lernen, sag ich mal, damit wir dann halt eben, wenn es dann wirklich richtig losgeht, ich meine, das hier ist zum Beispiel auch, das kann man auch anders besser machen. Aber es geht mir einfach darum, so ein bisschen mehr mit diesen Sachen zu arbeiten, zu spielen, um halt eben zu sehen, wie funktionieren sie, bis wir dann halt eben entsprechend ernst machen und diese ganze Nummer dann halt eben mal auch dafür einsetzen, dass wir dann mit entsprechend einer vollständigen
Karte arbeiten, die einzig und allein darauf ausgelegt ist, Schönbau zu machen. Und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann hier in diesem Areal weitergeht, dann halt eben mit diesem kleinen Industriepark. Und ja, da werden wir mal gucken, wie wir das dann halt eben entsprechend gedeichselt kriegen. Und ich bin gespannt. Schauen wir mal. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.